Liebe Freundinnen und Freunde von YouTube, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass Sie uns gefunden haben zu unserem neuen Sender. Es geht um philosophische, religionskritische und religionspsychologische Fragestellungen. Habe ich heute im Studio eine feministische Theologin, die besonders populär in den 80er und 90er Jahren war und 17 Bücher geschrieben hat zu feministischen und zu theologischen Themen. Das neueste Werk, ein Mammutwerk, wird sie uns heute vorstellen. Wir werden das in verschiedenen Sequenzen aufteilen. Der erste Teil, die Einleitung, kommt heute dran. Was mich besonders beeindruckt hat an ihrem Buch war, dass die Wurzeln unseres autoritären Denkens, zum Beispiel der schwarzen Pädagogik, aber auch unsere Staatsform bis hin zum Faschismus, in der jüdischen Überlieferung des Alten Testaments liegen. Frau Dr. Christa Molak, wie kommen Sie dazu, ein Buch mit diesem Titel zu schreiben, Gewalt im Namen Gottes, Ursachen und Hintergründe im biblischen Monotheismus? Bitte. Ja, wie komme ich dazu? Natürlich, weil wir gegenwärtig seit Jahren Gewalt im Namen Gottes erleben. Und zwar aus islamischer Seite. Und dass wir immer wieder hören, ja, das sei nur für den Islam zutreffend, weil ja das Judentum und das Christentum durch die Aufklärung gegangen seien. Und da, an dieser Stelle, möchte ich mein großes Fragezeichen setzen. Wenn Aufklärung mehr bedeuten soll als eine bestimmte Epoche des Skeptizismus und Kritizismus, sondern Aufklärung verstehe ich, dass alle Menschen aufgeklärt sind und dass Aufklärung zum Lehrplan der Schulen gehört. Und das ist nur sehr bedingt der Fall, denn unsere religiöse und akademische Erziehung ist alles andere als wirklich aufklärend. Das hängt natürlich von der Frage ab, was man als aufgeklärt empfindet. Aber vielleicht erstmal zu dem Untertitel. Es geht um eine Monotheismuskritik. Und zwar können wir uns Monotheismus ja auf zweierlei Weise vorstellen. Einmal diesen einen Monotheismus, alles ist eins, Kosmos, Erde, alles hängt zusammen. Alle Gottheiten sind Ausdruck des einen Göttlichen. Das ist der inklusive Monotheismus. Um den geht es in meiner Kritik nicht. Das andere ist der exklusive Monotheismus, um den es mir geht. Und der geht so, dass ein einziger Gott aus der Sicht, aus dem Meer der Göttinnen und Göttinnen emporhebt und sagt, nur ich allein habe Anspruch auf göttliche Verehrung. Alles andere ist nicht göttlich, wenn nicht gar böse, und ist auszugrenzen. Und genau diese Form des Monotheismus, die finden wir im Alten Testament. Das heißt also, ich beschränke meine Monotheismuskritik auf das Alte Testament. Sie gilt natürlich auch indirekt und vielfältig für das Neue Testament und natürlich noch stärker für den Koran. Denn der Koran schöpft nun einmal aus dem Alten Testament. Und diese Texte, um die es im ersten Teil des Buches, also wirklich, sagen wir mal, im ersten und zweiten Teil des Buches, ausschließlich geht, diese Texte kommen in den Diskussionen, die um den Monotheismus in den letzten zwei Jahrzehnten oder noch länger geführt wurden, völlig zu kurz. Da wird dann immer rumgeschwafelt, ja, aber monotheistisch, das ist der große Fortschritt. Und ich habe es im Studium, im Theologiestudium, rauf und runter gehört. Das ist der geistige Fortschritt der Menschheit. Diese Erdgottheiten und sowas, was es alles gab. Und diese Verehrung von Tieren oder Tiersymbolen und Bilder, das ist alles rückschrittlich. Der Pantheismus. Ja, Pantheismus, das ist ganz was Schlimmes. Aber der Monotheismus, dieses eine geistige Kraft, das ist das Nonplusultra. Und in den Diskussionen gehen Theologen auch auf diese eine Art. Ja, dieser eine Gott, dieser eine, das ist das Fortschrittliche. Aber wenn diese Theologen
an die Textquellen zurückgeführt würden und streng anhand der vorhandenen Texte über die Einführung des Monotheismus daran gebunden werden, dann könnten sie so nicht schwafeln. Denn diese Texte sprechen eine völlig andere Sprache. Und allein um diese Texte geht es mir, wie gesagt, in den ersten zwei Teilen des Buches. Das Buch hat vier Teile. Und in der Diskussion kommen regelmäßig, wird zwar ein Text angeführt, an dem wird alles aufgehängt, und dann kommen die Theologen daher und erklären, warum der Text ja gar nicht so zu lesen ist und warum der nicht so stimmt und warum er nicht so gültig ist und so weiter und so fort. Und dann plätschern sie dahin und verlieren sich im religionsphilosophischen Geschwafel. Also, konkret alttestamentliche Texte. Denn diese Texte sind, wie gesagt, Grundlage der christlichen Tradition und der islamischen Tradition, denn auch Mohammed hatte als einzige oder als für ihn wichtigste religiöse Texte die jüdisch-christliche Bibel. Und er hat meistens, wenn es um seine Gebote, Gesetze und auch um seine Handlungen geht, seine kriegerischen Handlungen, hat er eindeutig aus dem Alten Testament geschöpft. Und daher ist das, wie gesagt, mein erster Schwerpunkt. Und in diesem Alten Testament können Sie Ihre Bibel aufschlagen, da ist Gott der Herr. Und da gibt es kein Vertun. Und dieser Herr ist nicht auch weiblich gemeint, wie man uns immer wieder erzählt hat, das umfasst das Weibliche mit. Nein, 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 es ist eindeutig männlich gemeint. Männlich und der Ausschluss des Weiblichen. Dass es zwischendurch doch in die Bibel rutscht, ist nicht dem Monotheismus zu verdanken und nicht der monotheistischen Bewegung, sondern einer späteren Schicht, die auch mit diesem Monotheismus nicht mehr zufrieden waren. Und dass der Herr also Mittelpunkt ist, verehrt werden soll und muss und einen Absolutheitsanspruch an diese Welt hat, das impliziert natürlich, dass das männliche Denken allein Gültigkeit besitzt. Und damit kommen wir dann auch schon in die Wissenschaften, in Kulturbereiche, in die Psychologie, in alle anderen Wissenschafts- und Kulturbereiche, die wir kennen. Überall beherrscht nicht nur der Mann, sondern das männliche Denken alles. Und das heißt, die Frau kommt da rein, wenn sie sich dem männlichen Denken anpasst. Sie kann also insofern nur eine deformierte Form der Frau sein, weil sie spezifisch Eigenes verleugnen muss. Oftmals aber gar nicht weiß, dass sie es verleugnet, weil das Weibliche ja als rückschrittlich gilt, wie es im Alten Testament als früher ja hinterwäldlerisch gilt. Und das Große, das Schöne, das Gute ist das männliche Ding. Und darum ist dieses Buch im Grunde genommen auch ein Appell, dieses einseitig männliche Denken aufzugeben. Da schlage ich dann den Bogen in dem Buch auch über kulturgeschichtliche Informationen und dann kommen wir auf die Matriarchatsgeschichte. Und das Matriarchat ist nicht nur ein seitenverkehrtes Patriarchat, wie viele uns suggerieren, um zu sagen, das hat es nie gegeben. Nein, das hat es auch nie gegeben, denn wo Frauen kollektiv an der Macht sind, gibt es keine Herrschaft. Wohlgemerkt, kollektiv. Das weibliche Geschlecht als das primäre Geschlecht, das können wir überall finden, wenn wir sagen, was war eher da, die Henne oder das Ei, dann wird niemand sagen, der Hahn. Darum geht es. Was war eher da? Und wenn wir in die Evolutionsbiologie gehen, dann können wir auch sehen, dass das X-Chromosom sehr, sehr viel früher da war als das Y-Chromosom, das ist eine spätere Abspaltung. Es geht also um ein Primat, das heißt nicht, Frauen wollen die Welt beherrschen, nein, nein, Frauen wollen nicht mehr vom Männlichen beherrscht werden und in ihrem Denken unterdrückt werden und es wird dem Mann gut anstehen, wenn er sich das weibliche Denken und Vorstellungsvermögen genauer anschaut und das zum Vorbild nimmt, denn er hat es auch in sich. Was natürlich nicht heißt, dass jede einzelne Frau besser
herrscht. Nein, oder als nein, das darum geht es gar nicht. Die Merkel angucken, ganz genau, darum geht es gar nicht. Ich merke schon, die Zuschauer würden wahrscheinlich sagen, ach, gucken Sie sich doch die Merkel an, gucken Sie, macht die das besser als ja. Männer oder so. Ne? Aber ich habe das, glaube ich, auch deutlich genug gesagt. Natürlich, natürlich. Es geht nicht um irgendwelche Einzelfälle. Und das männliche Denken in einer Frau personifiziert. Ja? Ja, allerdings nicht nur, aber ziemlich stark, richtig. Ja. Aber darum geht es nicht. Es geht auch nicht um individuelle Männerkritik. Nein, es geht um ein geistiges Weltbild, das wir haben. Und dieses geistige Weltbild sagt, dass ein Gott, der Herr, am Anfang die Welt erschaffen hat und den Mann zuerst geschaffen hat und die Frau hinterher, dann wird es korrigiert, dann heißt es, nein, sie sind gleichzeitig geschaffen worden, aber trotzdem, dass es ein Herr war, der, das heißt, also das Allumfassendste, was allumfassend sein sollte, wird in männlichen Kategorien gedacht. Und das männliche Wort hat kreative Kraft. Und das ist das Schlimme, denn das männliche Wort ist Befehlsgewalt. Und daraus entsteht alles. Okay. Im Patriarchat vielleicht, aber nicht ansonsten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es aber doch dann so, dass zum Beispiel ein matriarchales Weltbild durchaus auch vertreten werden kann von Männern. Aber sicher. Eben. Ich kenne eine ganz Patriarchat, das meine ich. Und ein patriarchales Weltbild kann auch von Frauen vertreten werden. Aber sicher. Das meine ich. Also, und das stelle ich auch in meinem Buch vor. Ich stelle eine ganze Reihe von Männern vor, die das matriarchale Weltbild vertreten. Und ich muss sagen, während meiner Studien bin ich zuallererst durch Männer mit dem matriarchalen Weltbild konfrontiert worden. Es gab damals noch keine Matriarchatsforschung von Anna Heidegöttner Abendroth. Das war erst später. Als ich einstieg, mit meinen Büchern an die Öffentlichkeit zu gehen und überhaupt dieses Thema anzugehen, da gab's nur Männer, die mir was vom Matriarchat und den anderen Kulturformen erzählt haben. Ja, ja, ich danke Ihnen recht herzlich für den ersten Einstieg dieser Sitzung zu Ihrem komplexen Thema. Ich möchte noch mal auf Ihr Buch hinweisen, wo Sie dort noch andere Bücher von Ihnen auch finden können. Also einmal auf der Homepage www.christamulak.de. Da können Sie auch mit der Autorin direkt in Kontakt treten. Da ist die E-Mail-Adresse. Und die anderen Bücher sind dort aufgelistet, die sie im Laufe ihres Lebens geschrieben hat. Und dieses Buch ist im Tektum Verlag erschienen für 17,90 Euro. Und jetzt kommt der zweite Teil demnächst. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Einschalten. Und Ihnen danke ich, ihr auch, dass Sie hier zu uns ins Studio gekommen sind. Danke sehr. Gern geschehen. Danke.